Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Schwindel im Alter. Und als Gast und Experten haben wir Herrn Professor Dr. Michael Vetter. Er ist Direktor der Neurologischen Klinik in Karlsbad-Langensteinbach. Herr Professor Vetter, willkommen. Gleich die erste Frage. Was meint ein Patient, wenn er zu Ihnen kommt und sagt, ich habe Schwindel? Sie haben gleich mit der schwierigsten Frage angefangen, weil das ist genau das Problem. Ne? Patient kommt, sagt, ich habe Schwindel. Und was meint er damit überhaupt? Und deswegen geht es nicht ohne eine gute Anamnese. Man muss einfach nachfragen, was der Patient mit Schwindel meint. Und oft ist es sehr schwer für den Patienten, das überhaupt zu beschreiben, was er meinen könnte. Und für uns Neurologen ist es immer wichtig, so grobe Kategorien zu machen. Also wenn jemand sagt, es hat gedreht wie in einem Karussell, also richtiger Drehschwindel, dann ist man schon eigentlich ganz klar im Gleichgewichtsorgan, weil nur das Gleichgewichtsorgan solche Symptome machen kann. Wenn jemand sagt, es ist eher so ein Schwanken wie auf dem Schiff, dann kommen schon wieder ganz viele Dinge in Frage. Das geht von Schlaganfall los bis hin zu Medikamentennebenwirkungen, bis hin zu Störungen der Nerven von den Beinen, bis hin zu Kreislaufproblemen. Auch ein Patient, der, sag ich mal, kurz vor einer Ohnmacht steht, empfindet es als Schwindel. Ja? Und genau genommen ist das auch die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffes, nämlich das kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet eine Kurzform von mir schwinden die Sinne. Ne? Also Schwindel. Also ist es gar nicht so weit weg von diesen präsynkopalen Zuständen. Aber es sind natürlich ganz klar unterschiedliche Ursachen und deswegen muss man genau nachfragen, was der Patient meint. Aber Sie haben schon was angesprochen. Schwindel und Synkope, also die kurzfristige Bewusstlosigkeit, scheinen ja doch in einem gewissen Verhältnis zu stehen. Das stimmt. Also wie gesagt, ein Patient würde so eine Wahrnehmung, jetzt werde ich gleich um, die werden ja nicht alle ohnmächtig, sondern sie haben so ein Gefühl, jetzt rückt alles in die Ferne, das Gesichtsfeld schränkt sich ein und ich könnte gleich ohnmächtig werden. Und dann setzt man sich schnell hin, Beine hoch oder trinkt ein Glas Wasser und dann ist wieder gut. Das ist ja eine schöne Sache, wenn man das schafft. Das nennen wir Präsynkopen, also was kurz vor der Bewusstlosigkeit eintritt. Und fast jeder Patient bezeichnet auch das als Schwindel. Hat aber jetzt zum Beispiel mit der Funktion der Gleichgewichtsorgane überhaupt gar nichts zu tun, sondern ist eine Kreislaufdysregulation. Welche Ursachen gibt es denn für Schwindel? Naja, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Ursachen. Manche behaupten, 250 Ursachen würden in den Lehrbüchern zu finden sein. Also es ist ein großes Feld. Und deswegen muss man eben so genau nachfragen, was der Patient wirklich meint. Aber Ursachen können zum Beispiel sein Störungen im Gleichgewichtssystem, Störungen in der visuellen Wahrnehmung, Störungen der Nerven von den Beinen. Das nennen wir Polyneuropathie beim Diabetes zum Beispiel, wo die Nervenleitungen einfach verzögert sind. Und deswegen, wenn man so will, eine lange Leitung besteht und die Signale zu spät oben ankommen, was denn gerade mit meinen Gelenken passiert. Und all das kann zu Unsicherheit und Störungsgefühlen führen. Jetzt wäre für mich noch wichtig zu wissen, ich habe jetzt akut aufgetretenen Schwindel. Etwas ganz Neues, was ich noch gar nicht kannte. Oder ich weiß genau, bei bestimmten Bewegungen oder Kopfdreh- und Wendemanövern, da habe ich Schwindel, aber ich weiß genau, das geht wieder vorbei. Ist das unterschiedlich zu werten? Absolut. Es gibt eben Patienten, die immer und immer wieder sehr ähnliche Schwindelattacken haben. Klar, beim ersten Mal ist man nervös, weiß nicht, was dahinter steckt. Aber wenn sich das immer wieder ähnlich wiederholt und man vielleicht sogar eine Diagnose hat, ich nenne mal zum Beispiel eine. Es gibt zum Beispiel bestimmte Migränen, die immer mit Schwindel beginnen. Wenn ich das kenne und weiß, dann warte ich es einfach ab, die 20, 30 Minuten, und dann ist es auch wieder gut. Andere Patienten haben immer Schwindel, wenn sie sich hinlegen oder rumdrehen im Bett. Der klassische sogenannte gutartige Lagerungsschwindel, der durch so kleine abgelöste Urkristalle ausgelöst wird. Völlig harmlos, aber heftige Wirkung. Die Patienten vermeiden natürlich möglichst die Position, wo sie den Schwindel auslösen können. Wenn aber zum allerersten Mal im Leben ein sehr heftiger Schwindel eintritt, zum Beispiel ein heftiger Drehschwindel, dann sollte man das auf jeden Fall abklären lassen, so man denn kann in dieser Situation, weil man weiß, in zunehmendem Alter mit zunehmenden Risikofaktoren kann so ein Symptom auch das Erstsymptom für einen Schlaganfall sein. Insbesondere, wenn dann noch weitere Symptome dazukommen, dass man nicht mehr richtig sprechen kann, dass die Zunge pelzig wird, dass man unsicher wird bei der Greifbewegung, dann ist die 112 die richtige Wahl und sich sofort ins Krankenhaus einweisen zu lassen. Ja, vielen Dank nochmal, den Hinweis auf Schwindel im Alter. Ist der denn anders als bei jungen Menschen? Ja, also es gibt schon im Kindesalter Schwindel, tatsächlich. Ne? Also es gibt viele Kinder, die Schwindel klagen, die sagen meistens was anderes. Die sagen, ich habe so Bauchweh. Ne? Also denen wird es einfach schlecht, die werden blass. Dann schickt man sie nach Hause, dann legen die sich 2 Stunden hin, schlafen und dann sind die wieder putzmunter. Das ist die klassische kindliche Form von Schwindel, die fast immer in eine Migräneanamnese mündet. Also das ist ein Frühsymptom einer Migräne. Bei Kindern gibt es fast nichts anderes als das. Bei
älteren Patienten und zunehmend auch Hochbetagten kommen ganz andere, da gibt es die Migräne schon auch noch, aber es gibt viele, viele andere Gründe, die dazukommen, die man halt im Kindesalter nicht hat. Es gibt neurologische degenerative Erkrankungen, Parkinson zum Beispiel. Also ein vielgestaltiges Symptom, was immer der Abklärung bedarf, zumindest wenn es akut aufgetreten ist. Wenn es akut ist, auf jeden Fall abklären. Vielen Dank, Herr Professor Vetter. Das war großartig. Herzlichen Dank für die Einführung in diese Problematik. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Und wenn Sie das gemocht haben, dann geben Sie uns ein Like. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sehr gerne.